Howdy, ihr schäbigen Pinkertons, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Red Dead Redemption 2. Freut mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Liebe Freunde, nochmal als kleine Erinnerung, heute 18 Uhr startet ein neues Projekt auf diesem Kanal. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr am Start seid. Ist leider kein Story-Open-World-Spiel, aber Freunde, er ist legendär. Das ist ein legendäres Spiel, Freunde. Mega witzig. Und vielleicht kennen es einige von euch. Das Spiel ist schon uralt. Ja, von 2001. Checkt's gerne aus, Freunde. Ich würde mich freuen, wenn du... Ja, ich sehe dich. Genau du. Du brauchst gar nicht so schelmisch jetzt grinsen. Ich weiß ganz genau, dass du da bist. Und du schaust dir heute 18 Uhr dieses Let's Play an. Sonst komme ich vorbei. Mit Anke. Ja. Und der zeigt dir seinen... Na, weißt du Bescheid. Okay, Freunde. Heute machen wir Mission. Heute machen wir Mission. Nach Blackwater. Können wir einmal... Und wir können nochmal Sadie Adler in Valentine treffen. Ich würde sagen, wir machen mal nach Blackwater. Ja, das schauen wir uns nochmal genauer an. Und ich würde das wahrscheinlich so machen, dass wir immer mal so ein Hin und Her machen. Also mal eine Folge machen wir ein paar Missionen, dann schauen wir uns hier wieder das neue Gebiet an und so weiter. Na? Hey, I'm Son. John Marston. Ich wurde mal gefragt, ich glaube, Micha hatte das in die Kommentare geschrieben, wen ich cooler finde. Arthur oder John Marston? Und ich muss euch sagen, cool, ja, muss man erstmal besprechen, was heißt das überhaupt. Aber wenn wir jetzt wirklich einfach nur von der Coolness ausgehen, ja, nur die Coolness, so, das, die Erscheinung, ja, der Style und die Ausdrucksweise und so, muss ich sagen, John Marston. John Marston ist für mich einfach cooler. So, ne, also... Weiß nicht, die Stimme, vielleicht macht's auch die Stimme, die so kratzig klingt, aber auch irgendwie so die ganze Art. Der ist halt so still, ne, also, was heißt still? Er ist, zurückhaltend. Und, vom Outfit her muss ich auch sagen, das ist einfach, vielleicht weil ich ihn halt im ersten Teil gespielt habe, ne, das Outfit, das Outfit ist halt einfach geil. Muss ich so sagen, Freunde. Also, cooler. Also cool, cool. Ich wollte helfen. Nein. Nein. Hoffentlich kann ich das nochmal machen. Was denn? Was guckt dann so? Ah, jetzt geht's um den Kredit oder was? Can I help you? Howdy. I hope so. Folgendes. Loan, sir. A line of credit, so I can buy some property. What property? An old ranch, Beecher's Hope. That old dump? Mm-hmm. I know it ain't much, but I ain't much of a farmer either. But I will get there. That is a very unusual way of asking for a loan. Mr. Marston. Marston. Only folk around here call me Milton. It's kind of a joke, I guess. A joke, huh? Which folk? Mr. Geddes. Uh-huh. I work for him. He said that you could help me out. I mean, if you can. So old David Geddes told you I'm the kind of man to loan a man with two names money so he can buy a rundown farm on account of his lack of farming skills, huh? Ganz genau. Don't sound too promising when you put it like that. Well, how would you put it? Sorry to waste your time, sir. Oh, sit down. I'm sure we can figure something out. Now, of course, we'll be expecting you to make regular payments, and given a lack of much evidence you got any means of repaying, the terms won't be too great. But if my cousin vouches for you, it'll be okay with the bank. Really? Absolutely. Thank you.
Now, of course, we'll be expecting our money back regular as clockwork until the debt's settled. Otherwise, the farm reverts to the bank, no matter how much you paid. I understand. Oha. Oh, das ist... Well, why don't you go check out the land while I fix the contracts and talk to Mr. Geddes? Oh, I heard there's squatters up there. We've been having so many problems recently, they'll need clearing on. Sure. Well, come back when you're done and we'll fix up the paperwork. All right. So, brauchst du noch Hilfe? Hier hätte doch jemand nach Hilfe gerufen, aber ich glaube, das ist nur gelaufen. Komm, Rachel. Boah, ich weiß das noch in der einen Mission, ne? Das war, glaube ich, relativ zum Ende, wo Dutch... Ist das hier das Rathaus? Oder war das die Bank? Ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls, Dutch hatte da eine Geisel genommen und da sind wir dann hier auch lang gelaufen mit den zwei Agents, glaube ich. Und jetzt wird das hier gebaut, ne? Geil. Freunde, wisst ihr das eigentlich, ob die Karte hier im zweiten Teil, ob die 1:1 übernommen wurde aus dem ersten Teil, so von der Größe her, also von den Proportionen und ja, auch von der Platzierung der Felsen und so weiter. Wisst ihr das? Bestimmt, oder? So, na dann schauen wir uns die neue Range mal an. So, so, so. Ach, ihr langweilt mich. Komm her. Junge, hast du da Pfeil und Bogen? Komm, lass gut sein. Lol. Au! Oh, Alter. Hat der sich mir noch in den Weg geworfen? Wer seid ihr denn? Rachel als Jud? Warte mal, jetzt habe ich nicht geguckt. Wer sind denn die Boys? Skinner, Bruder? Skinner? Was sind sie nur für ein Spinner? Simpsons, legendär. Legendär. Skinner, Bruder. Keine Ahnung. Ich glaube, den haben wir noch nie gehört, den Namen. So, ich glaube, bei diesem Baum hier war doch im ersten Teil, war da nicht ein Schatz? Versteckt, ja, bei der Mauer hier. Hier war doch irgendwo ein Schatz. Ich glaube, an dem Baum. Lass mal kicken. Na gut, das wäre natürlich auch unlogisch, da jetzt einen Schatz rauszuholen, weil den holen wir ja quasi noch erst. Aber gut. So. Ich erinnere mich auch gar nicht, was in dieser Richtung lag im ersten Teil, wenn man da hingeguckt hat. War da nicht einfach nur Wasser? Weiß ich nicht mehr. So, Freunde, und hier haben wir die legendäre Ranch, auf der wir später noch leben werden. Was ist denn das? Howdy? Ja, howdy? Can I help you, friend? Hör mal zu. Die Hütte gehört mir. I hope so. Who's in charge here? No one, mister. This is a free country. Now that I ain't so sure about. Listen. I'm buying this land. Mm-hmm.
I'm afraid you guys are gonna have to go somewhere else. Who's this? I ain't sure. Some fancy Dan city boy says he owns city boy. Land. Or he's gonna owns it. That's what he says. Okay. And how come we live in here? I ain't sure. Stelle die Hausbesitzer, okay. Geld geben? Klar. Natürlich. Meine Frau kannst du auch haben. Get the hell out of here. This land belongs to me now. Ain't nothing on this earth belongs to no one, partner. Looks like you made your decision then, partner. You're a dead man. Verdammt. Direkt ins Öhrchen, Junge. Ja, gut, also, ich hätte noch Geld geben, natürlich. Als ob die ihnen gesagt hätten, ja, klar. Okay. Ich meine, die hatte $90 oder so mit. Auf keins. Ich zahle ja schon genug bei der Bank. Ah, it's you. The man with two names and no past. Mm-hmm. Come on in. How'd you make out? Well, let's just say there are no more squatters. Okay. Well, I got your paperwork ready. Now, you sure about buying this place? It's really run down and the price isn't too great. I think it would mean a lot for my wife. At least mean I was listening to her. Okay. Well, sign here and here. Mm-hmm. Der Stift schreibt nicht. Aber. Gut. Was schrubbelt denn der da noch alles rüber? Now we own you, Mr. Marston, and we own Mr. Milton too, and we own your property. But you can buy your freedom each week. Eventually, you will be a homeowner. I understand. Congratulations, you are now a real American, indebted and owned by the bank. I'm joking. They own me. They just own your property. Now, you can also use this line of credit for any home improvements you need to make, of course. I can? Sure. Be good, Mr. Marston. Welcome to home ownership. It's a beautiful thing. Let your wife know what to complain about. I'm just joking. Well, it is you. Well, I never. I thought you was dead, boy. Uncle! Dead. Uncle? The very same. Come here. Uncle, boy! I saw you going into the bank, and by the looks of things, you ain't robbed it. I've gone straight. Oh, bull crap. No, for real. Well, I'm trying. All these years, you ain't changed a bit. Maybe a little bit. I thought you was dead. Not yet. Well, I got some things to take care of. No, not a problem. I'll come too. No, you don't have to. No, I'm real sick, John. Lumbago. It's a slow and painful death, my brother. Evidently. Have a little pity, will you? Huh? Come on, then. All right. Uncle for Uncle. Ach, das ist gar nicht mal so schön. Wollte ich gerade sagen. Nein, es ist... Ey, das hätte ich ja gar nicht gedacht, dass er jetzt nochmal... Okay, aber ich meine, ist ja klar, er lebt ja im ersten Teil bei uns. Aber dass er jetzt schon da ist? Uncle for Uncle, komm mit, Junge, ich hab Land gekauft. Zieh dir das mal rein. Interesting. It makes it seem stupid. I don't care how I sing.
Now, where west are we headed, you damn grunting fool? This ranch, a ranch I bought just now. Mm-hmm. Is that what you were doing in the bank? Spending yep. all your money? Oh, I want a ranch in the armpit of West Elizabeth. Oh, my lord. Not that that's any of your concern, but I was in the bank borrowing the money. Well, that's even worse. Yeah, you can run from a bounty, John. You can't run from a bank. Is Abigail there? No. She's, her and Jack are waiting until I'm set up before joining me out here. Achtung, Anke. She left you? Oh, I never thought she was a smart woman, but... Oh, God. Maybe I was wrong. No more of that. I just bought this place. And you're lucky I'm showing it to you and not looking for a place to bury you out here. Okay, Freunde. Ja, dann wird Anke wahrscheinlich später alles dahin zimmern. Ach, ein Traum, guck dir das an. Okay. What do you think? Why exactly did you buy this dump? For Abigail? Why? Is she an idiot? No. What were you thinking? I don't know. She said she wanted it. She ever seen it? What are we gonna farm here? Rocks? We? You don't have a hope here without a wise hand at the tiller. Enough of that. Get out of here. On your way. No. You're stuck with me. Seems I'm stuck with you. John, the rock farmer. So, you think I'm an idiot? No. I know you're an idiot. Ach ja, jetzt bauen wir selber da. Und Anke sitzt und säuft. Aber es ist doch schön, dass Anke jetzt da ist. Er kann ja sein Furunkel auskurieren. Epilog Teil 2. Beecher's Hope. Guck dir das an, Junge. So, Freunde, die Haare sind schon länger geworden. Wir haben wieder ein bisschen Bart. Guck dir das an. Jetzt haben wir hier schön alles umzäunt. Aber die Hütte ist immer noch so... verdammt klein. Wo ist denn Anke jetzt eigentlich? Anke, boah. Whoa. Whoa, 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 whoa. Anke, ist das mein Pyjama? Anke. I heard Sadie might still be alive. Anke. Sadie? How'd you hear that? She sent me a telegram. Said she's in Valentine. Das ist doch mein Pyjama. Sadie sent you a telegram and you ain't paid a visit on her? Anke, du kannst ruhig, halt doch ein bisschen Abstand gerne mal, ne? Also, das wäre jetzt nicht schlimm. Sadie wants to see you. You go see her. Mhm. John Marston, really? Anke, lass mich bitte... Anke, setz dich hier ans Feuer. Haben wir uns den über die Wochen geteilt, oder was? Uncle Furunkle, du machst mich fertig, ey. Leg die nieder. Ja geil, jetzt hat er hier überall Zaun drum gemacht, aber hier sieht es halt immer noch aus wie in meinem Aufnahmestudio. Es ist... weiß nicht. Okay. Na gut. Okay. So, wir haben neues Outfit, aber ich würde das trotzdem gern wieder spielereigenes Outfit. Aha. So. Quatsch. So, mal kurz gucken. Hä? Ach hier.
Was haben wir denn noch? Outfits. Hä? Pferd? Hey, jetzt habe ich das andere gar nicht mehr. Na gut, egal. Wir machen jetzt damit weiter. Easy there, girl. Oh, oh. So, okay, liebe Freunde. Ey, es ist geil. Ich freue mich, Freunde. Wir haben Uncle Furuncle wieder gefunden. Das ist ein Traum. Das ist ein Traum. Ich würde sagen, wir haben jetzt noch 10 Minuten. Ich würde mal noch nicht zu Sadie machen. Ich würde vielleicht hier erstmal noch da so hinreiten. Und mir das nochmal angucken. Ey, geil. Geil. Und der läuft in meinem Pyjama rum. Das ist doch nicht wahr. So. Ach, Freunde, wisst ihr, was mir gerade einfällt? Boah, das habe ich vollkommen vergessen. Kevin! Kevin! Das habt ihr nämlich nicht mitbekommen, als ich mit Arthur da auf dem Felsen lag, da kam John nochmal hochgeklettert und Arthur hat sowas geflüstert, so John, John, und John so, ja Arthur, was ist los? Ich finde Gabby. Ja, so ist das abgelaufen und seitdem muss ich, oh, hier sind überall fremde Personen, seitdem muss ich, what's that? Was genau? Seitdem muss ich mit John auch nach Gavin suchen. Easy now. Wer ist denn da? Howdy! Head up. Na, nicht klar. Das sieht nach den Skinner-Brüdern aus. Howdy. Oh, oh. God. You okay? I thought we were done for. Yeah, yeah, yeah. I'm fine, I'm fine. Thanks to this man. Mister, words cannot express my thanks to you. No need. Problem. I was here in time. Get out of here. Get out of here. Take care of yourselves. Mhm. Jetzt würde mich mal interessieren, ob man die Körper, wenn man die hier aufs Feuer legt, ob die dann... Geht nicht aufs Zelt über. Ah, sehr schön. Durchgebraten. Lecker Schmecker. Oh, Alter, das muss so stinken. So, Rachel. Come on, man. Come on, girl. Oh, oh, oh. Vorsicht, Vorsicht. Hier ist die Flora und Fauna wieder dichter. Was? Das kann doch nicht... Was? Kevin! Das kann doch nicht sein. Gerade haben wir davon gesprochen. Howdy! Morning to you. I'm looking for my friend. Gavin. Gavin. Mm-hmm. Has he been gone long? Yeah. A few years. A few bloody years. I can't remember what he looks like. I'm looking for him, but I don't know who he is. Sorry to hear that. Yeah. Me too. Me too. I've wasted my life. I wasted my life looking. I looked, but I never saw. I saw nothing.
Kevin! Good luck. Kevin! I am so worried. Gavin. Gav! 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 Where are you? Where are you? Ich werde weitersuchen. Wir finden den schon. Oh Mann, der Arme, der dreht schon langsam durch. Oh boah. Gav! Oh, noch ein legendärer Fisch. Was haben wir denn hier für ein Hütchen? Howdy? Zigaretten. Nehmen wir mit. Hier mal einen Kaffee. Lecker. Was haben wir hier noch? Kentucky Bourbon. Alright. Alright, girl. Oops. Tja, Freunde, ob wir Gavin jemals finden werden. Wer weiß. So, hier komme ich wahrscheinlich nicht rüber, ne? Oder? Hier mit an... Ja, ah! Ach komm! Ach komm, ich war doch fast oben! Nope, okay. Wir können einen Ort untersuchen. Wiki up! Cool. Gibt's hier auch irgendwas? Hier war doch gerade was. Oder? Nee. Schöne, leckere Birne. Oder Rätsel. Sonst nix? Ach, come on. Na gut. Warte mal, reite ich jetzt gerade richtig? Nee, ich muss doch... Hier lang, aber komm ich. What's that? Was? Was? Was denn? War da was? Oh Gott, oh Gott. Schnell, schnell, schnell. Ich will nichts verpassen. Oh mein Gott, welches kranke Schwein würde denn sowas machen? Kann ich ihn bitte erlösen?
jackals from hell. Screams! Something awful. Ich weiß halt nicht, ob er noch was sagt, aber ich will ihn echt erlösen. You there? You there? I'm coming. Bro, in dieser Situation? Er hat's geschafft. Oh mein Gott, ey, diese Skinner-Brüder. Jetzt wissen wir auch, warum die Skinner-Brüder heißen. Oh boy. Erstmal die Pomade einstecken, er wird sie wohl nicht mehr brauchen. Freunde, die müssen wir nochmal besuchen. Die müssen wir auf jeden Fall nochmal besuchen, die Kollegen. Aber das machen wir in den nächsten Folgen, Freunde. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Bist du einer von denen? Und wir sehen uns morgen zur nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.